Haben wir hier auf der rechten Seite noch ein paar kleine Inseln. Hier gibt es noch einen Fuchs. Dann gibt es noch hier was. Und hier gibt es was. Und auf diesen zwei Inseln, da war ich ja auch noch nie. Und dann kann ich mal schauen, ob ich nachher, wenn ich aufhöre, kurz mal die Karte einblenden kann für euch. Damit ihr mal so einen Überblick habt, was wir heute geleistet haben in dieser Aufnahmesession. Da haben wir wieder das Zeichen. Und da drin ist er auch schon. Ich habe ihn schon gesehen. Fünfzehn von 50. Junge, Junge, Junge. Einmal kurz hier lang. Und dann hier nach unten. Wenn es möglich ist. Da haben wir auf der Seite des Gebäudes. Eigentlich. Okay, noch ein bisschen weiter unten, da drüben. Haben wir das Wanted sein? For bootlegging Alkoholschmuggels Dmitri Makarenko aka Two Cats. Der hat bestimmt zwei Katzen. Und die andere hatte bestimmt Hasen als Haustiere. Ah, hier ist noch ein Comic. Wieso wird mir das jetzt nicht angezeigt? Gangsters. Hä? Das ist jetzt ein Comic, das man einfach so finden kann, okay? Wurde mir nicht angezeigt, weil ich es ausgeblendet habe. Da gab es auch noch einen Comic. Wait. Gangsters Monthly, The Racing Racketeer. Nummer 8. Free Roam. Okay, dann war das einfach ein falscher Name von mir. Ich dachte, man könnte die Comics bloß finden in den Missionen. Aber hier gibt es noch zwei All Saints Day Massacre. Und noch ein anderes, was ich jetzt übersehen habe, weil ich es nicht mehr eingeblendet hatte. Ja, gut. Dann bei diesem Haus gibt es noch was. Hier drüben am Kreis und hier ganz außen. Wieso springst du jetzt dort nicht rüber? Black Cats. Sieht ein bisschen aus, als vorne wie ein Kriegs. Memorial. Das ist Wanted Poster. For a racketeering.
Gesucht wegen Kaunerei. Nope, sorry. Jerry Stampin, a.k.a. Stamper. Stamper hört sich an wie Grandpa. Schöne Aussicht von hier. Und dann müssen wir jetzt auf diese zwei Inseln. Kommt man da mit dem Auto drauf? Ich frag bloß auf einen Freund. Ist nicht so, dass ich faul bin, um zu laufen. Ganz kurz. Valiant Hero, a Southern Gentleman took charge. Is in sprayed and terrorism has sealed his standard for kann man fast nicht lesen. Aber ist auf jeden Fall Memorial. Schöne Musik, die da läuft im Auto. On the ground beside the bin. Nope. Ah, hier war der Anschlag auf den... Jesus. Was, der Bürgermeister? Ich glaube fast, es war der Bürgermeister. Da haben wir's. Black Mask. Ja. Vom Prison aus, nämlich vom Turm dort drüben. Auch nice, dass man jetzt so ein bisschen die Standorte eigentlich findet, wo was war. Weil sonst würde ich hier ja niemals hinkommen. Weil hier gibt es einfach auch gar nichts eigentlich. Außer eine riesige Flagge aus der USA, die ziemlich cool aussieht. Ich finde. Aber Leute sind hier auch keine echt schräg irgendwie. Oder ein bisschen langweilig. Weil wenn hier niemand ist, kommt man natürlich auch nicht hier hin. Wenn die Leute rumlaufen würden, wäre es natürlich etwas spannender. Und da haben wir es. Super Science. Ich habe jetzt ein paar Sachen vergessen habe. Weil ich dachte, dass wir das nicht finden können. Würde ich jetzt erst die zwei Dinge nochmal suchen. Das eine ist hier oben beim H. Racing Racket hier, das habe ich nachgeschaut, das haben wir nicht. Dann können wir da später nachher in den Norden noch gehen. Im Norden gibt es vor allem ziemlich viele Füchse zu sammeln. Wie ich das so gesehen habe. Okay. Gut. Fuck.
Oh. Alle Türen sind rausgesprungen. Gut, das hat jetzt niemand gesehen. Ist bloß Umweltverschmutzung. Aber pssst. Ich brauche ein Fahrzeug. Halbwegs schnelles gefunden. Ein schönes Convertible. How you doing? Da haben wir's. Gangsters Monthly. Das andere. Hier. Watch where you're going. Climb over the wall in the parking lot access. Da müssen wir über die Wand klettern, dort hinten habe ich schon gesehen. Haben wir das? Sorry dafür. Dann wird es weitergehen im Norden eben, wie gesagt. Kann ich hier rausfahren? Wenn ja, würde ich ihn auch noch stillen. Ich hoffe, das funktioniert. Musik einfach immer noch hier in Mafia. Auch im zweiten Teil und dritten Teil ist die Musik einfach nice. Die werde ich dann auch noch mit euch spielen, das ist auf jeden Fall klar. Vor allem Mafia 2 fand ich ziemlich gut, als ich das damals ein bisschen angezockt habe. Mafia 3 habe ich auch ein bisschen angezockt, fand ich eigentlich auch gut. Aber war natürlich etwas anderes als Mafia 2, Mafia
Ja, aus Mafia 3, genau. Bei Mafia 2 gab es halt einfach noch den Anfang mit der Winter Season, was natürlich sehr schön ist. Aber das werden wir gleich sehen dann im nächsten Teil, wenn ich das spielen werde. Aber zuerst kommt wieder ein anderes Spiel raus bei mir auf dem Channel. Und nebenbei läuft ja auch immer noch Cyberpunk. Für alle, die es interessiert. Auch da benutze ich übrigens so eine Map aus dem Internet für die Collectibles zu sammeln. Irgendwie seit Sleeping Dogs, seit ich das gespielt habe, auf 100% durch, bin ich da jetzt ein bisschen auf die Collectible-Jagd gekommen. Was einerseits ein Fluch und ein Segen ist. Aber gut. Damit musste ich jetzt leben. Bis ich dann irgendwann mal ein Assassin's Creed Spiel spielen werde. Was wahrscheinlich auch bald mal der Fall ist. Allerdings gibt es da noch viel mehr zu sammeln als in diesen Spielen wahrscheinlich. Auch das hier haben wir gefunden. Dann geht es weiter hier zum Pass, zur Passstraße. Einmal gleich hier und hier oben in dieser Kurve. Und dann gleich auch noch hier oben in dieser Ecke. Und dann würden wir auch schon wieder bei der Farm sein, dort oben, bei der wir ja schon waren. Sometimes play chess, and when I'm out, I'm looking for.